Hallo, mein Lieben, und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die mit der Mod War of the Walkers. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut, mein Lieben. Heute machen wir es am Anfang ein bisschen entspannter. Und zwar möchte ich heute mal ein bisschen auf die Kommentare eingehen, die ich so in den letzten Tagen erhalten habe. Dafür vielen, vielen Dank an alle Viewer, an alle Zuseher, an alle Liker und den einen oder anderen, den ich dazu gewonnen habe, der ein Abo da gelassen hat. Vielen, vielen herzlichen Dank. Den ersten Kommentar, den ich heute mal so ein bisschen besprechen möchte, ist der meiner dritten Blutmondnacht. Da wurde mir dann so ein bisschen vorgehalten, dass ich so ein bisschen Mist erzählt habe wegen der Falle und so weiter, dass die keine Stunde gehalten hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, gebe ich teilweise recht, aber auf der anderen Seite war das habe ich so aufgefasst, wie wir das eigentlich schon in nicht Richtung des Videos oder des Gameplays gerichtet war, sondern direkt meinerseits. Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, diese Kommentare, die mag ich überhaupt nicht so sehr und die werden auch nacheinander, wenn das weiter so geht und ich da persönlich angegriffen werde, werden die Kommentare ganz klar rigoros gelöscht, weil das Gameplay ist alles schön und gut und das macht mir so viel Riesenspaß, das Spiel. Und ich hatte, das ist meine allererste Falle, die ich hier bei 7 Days to Die wirklich das erste Mal gebaut habe. Ich bin selbst in Vanilla nicht einmal so weit gekommen und muss dann ganz ehrlich gestehen, und ich war voller Vorfreude und die hat nicht funktioniert. Ich muss da dazu auch noch sagen, wir haben die Tageszeit bzw. die insgesamte 24 Stunden Zykluszeit haben wir ums Doppelte erhöht. Das heißt, wir haben doppelt so viel Tagzeit, wir haben aber auch doppelt so viel Nachtzeit. Das dürfen wir nicht vergessen und das wurde dann wahrscheinlich vergessen, weil das wurde dann einfach auf den Kontext rausgegriffen und ohne die Vorkenntnisse zu kennen, beziehungsweise auch sich mal die ersten Videos meines Gameplays anzugucken, wo ich dann die Entscheidung getroffen hatte, dass wir dann das Gameplay, wie soll ich das sagen, dass wir es ein bisschen besser machen können, dass wir es am Tag, dass ich da mal zwei Videos machen kann und dass der Tag dann nicht so schnell vorbeigeht, dass ich dann vor allem mal ein, zwei Quests am Tag machen kann, kann ich jederzeit verändern. Wie gesagt, das war mir sehr, sehr wichtig, dass ich das euch mal so mitteile. Ich bleibe da auf jeden Fall jetzt mal so bei uns. Normalerweise ist das, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, so circa eine Stunde oder zwei Stunden, wie sich der Tag- und Nachtzyklus hier so ein bisschen ineinander gleiten lässt. Wie gesagt, jetzt haben wir, glaube ich, zwei Stunden Zeit insgesamt, in der ich euch mitnehmen darf am Tag. Und wie gesagt, in der Nacht ist es dann halt der Rest. Ja. So viel zu dem Thema. Wie gesagt, die Falle hat nicht wirklich funktioniert, aber die Falle hat nicht nur eine Stunde gehalten, wie es in den Kommentaren mir vorgehalten worden ist, sondern direkt zwei Stunden hat die so knapp gehalten. Und außerdem hat meine Fluchtroute sehr, sehr gut funktioniert, das muss ich schon mal zugeben. Und auch wenn ich da oben mich ein bisschen, ja, ich habe mich da gefühlt wie so eine Ölsardinenbüchse, hoffe ich mal, dass ich das hier noch ein bisschen versteigen kann und damit das noch ein bisschen besser läuft. Na? Das war der Kommentar Nummer 1. Meine Lieben, Kommentar Nummer 2. Muss ich mich auch ganz, ganz herzlich bedanken für den Kommentar. Selbstverständlich werde ich hier die Falle dementsprechend noch ein bisschen versteigen. Beim War of the Walkers ist es so, dass wir so ein Zwischenprodukt noch haben. Das nennt sich Wood and Nails. Dieses Zwischenprodukt muss man noch dazwischen einfügen, dann kann man halt mit Metall dann irgendwann später mal weiterbauen, aber bevor man direkt ins Metall reingehen kann, beziehungsweise die noch mehr verstärken kann, das Holz, muss man erstmal Wood and Nails, entschuldigt bitte, installieren, beziehungsweise muss man die, ja, die jeweiligen Teile verstärken und dann kann man erst noch weitergehen, okay? Das war das Zweite, werde ich aber auf jeden Fall machen und werde auch da dran bleiben. Und das Dritte, meine Lieben, da habe ich heute was ganz, ganz Besonderes für euch vorbereitet. Beim Dritten wurde mir dann gesagt, und das sehe ich auch völlig ein, dass ich sehr, sehr viele Mods bei mir in den Schränken liegen habe und die doch bitte mal meine Waffen einsetzen soll, das stimmt. Da habt ihr wirklich recht. Ich bin immer so ein kleiner Bunkertyp und ich liebe das erstmal zu looten, erstmal das Zeug wirklich ein bisschen zu horten und dann wirklich, wenn alle Stricke reißen und wenn wirklich, wie soll ich das sagen, wenn es wirklich Not am Mann ist oder ich merke, dass das so nicht funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann werde ich da mit diesen Modifikationen meistens loslaufen. Ich sag mal, ihr habt da recht und das machen wir gleich. Und zwar habe ich mir da zwei Waffen ausgesucht. Das ist hier die Pistole und auch hier der Vorschlagbello. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo ich es reingepackt habe. Nee, habe ich gerade nicht reingepackt. So, ne, die ganzen Modifikationen, die befinden sich dann. Nee, nicht hier. Hier habe ich noch. Ich habe ein bisschen ausgeräumt. Ich habe ein bisschen umgeräumt, weil ich das euch so zeigen wollte. Hier sind die. Ne, hier sind alle Mods drin. Da drücken wir mal auf die Taste R und schon sind die alle hier bei uns im Inventar gelandet. In der Zwischenzeit trinken wir mal noch einen kleinen Schluck. Oh, dann sieht das doch schon wieder gut aus. Also, wir gehen jetzt mal rein, mein Lieben, und gehen nacheinander die Waffen durch. Weil das sind die meisten Mods, die ich bei mir habe. Und die würde ich auf jeden Fall jetzt einsetzen. Da habt ihr wirklich recht. Also, zum Vorschlaghammer. Ich sag mal, die Holzsplitter-Mod, die brauchen wir nicht zum Vorschlaghammer. Vorschlaghammer brauchen wir wirklich zum, ja, wie soll ich denn das sagen?
haben wir wirklich zum Draufhauen. Zum Beispiel die Jägermord, 25% Schaden an allen Tieren, ist gar nicht so schlecht. Wie wäre es denn mit, wenn die Gesundheit unter 50% fällt, wären wir automatisch ein bisschen, kriegen wir hier ein bisschen Reckbuff ran? Oder die Modifikation für Nahkampfwaffen und Werkzeuge verringert die Abnutzung. Also ich wäre jetzt erstmal für den bekräftigten Griff. Den bauen wir jetzt auf jeden Fall mal hier ran. Das ist eher so eine Sache wie die Bunkerknackermod, wie für eine herstellende Waffe. Das haben wir ja schon gerade eben. Das kann man nur mal einsetzen. Und ja, man könnte zur Not noch den Strahlungsentferner hier ranbauen. Oder halt die strukturelle Klammer, den können wir auch noch reinpacken. Ja, verringert halt die Abnutzung. Ich würde das Ding wirklich eher in so einen, in so ein Werkzeug reinpacken. Ne? Zum Beispiel in die Feueraxt oder in die Eisenspitzhacke. Dinge, die man wirklich sehr, sehr oft braucht. So, und dann hätten wir noch was. Das war es eigentlich. Bekräftigter Griff haben wir drin. Strahlungsentferner haben wir auch drin. Das war es an eigentlichen Modifikationen, die ich hier in die Waffe implementieren kann. Das ist aber auch nicht schlimm. Jetzt haben wir zumindest mal drei Mods hier drin. Sehr schön. Hier kann man noch eine Farbe einwählen, wie man das gerne möchte. Aber mein Lieben, okay, Farbe ist jetzt nicht so mein Ding. Gehen wir auf die zweite Waffe, dann gehen wir hier mal rein. Und hier ist es natürlich schon ein bisschen, hier ist es schon ein ganz kleines bisschen besser. Aber schaut mal, hier gibt es den Mündungsbremsen-Mod, der Auslösergruppe Feuerstoß, die Jäger-Mod. Ich würde ganz ehrlich sagen, wir nehmen auf jeden Fall drei, also wir nehmen auf jeden Fall so, dass sie drei Feuerstöße abgibt. Das heißt, das nehmen wir mit. Und die Mündungsbremse lenkt die antreibende Gas ab, um den Rückschlag zu verhindern. Nehmen wir auch mit. Jetzt haben wir Magazinvergrößerung. Jetzt haben wir drinnen in Feuerstoßmod. Und jetzt haben wir drinnen Mündungsbremse-Mod, um den Rückschlag zu verhindern. Das heißt, die Waffe bleibt deutlich mehr, ich sag mal, in gerader Position. Ich bin mal gespannt, was das ausmacht. Das war die Waffe Nummer 3, mein Lieben. Gehen wir mal zur Waffe Nummer 4. Ne, Waffe Nummer 2. Jetzt gehen wir zur Waffe Nummer 3. Die hat drinnen die Lähmziehmod und die Reflexziehmod. Die könnten wir hier oben noch mit einer Vollautomatik-Mod ausstatten. Dann wird halt das AK-47 halt zu einer Dauerfeuerwaffe. Ich persönlich bin da nicht Freund davon. Ich stehe da lieber auf Feuerstöße oder einzelne Schüsse. Aber kann eigentlich jeder machen, wie er möchte. Kann jeder machen, wie er will. So, Waffe Nummer 4 ist hier das Gewehr. Das hat natürlich schon eine schöne Farbe drin, hat eine Lampe drin und den Schrotflinten-Magazin-Vergrößerungsmod. Was für ein Wort. Hier unten hat man noch die Schrotflinten-Drossel-Mod. Verringert die Streuung der Schrotflinte. Da können wir dann mehr geradeaus schießen. Ist auch nicht schlecht. Aber ich sag mal, wenn wir die Schrotflinte schon einsetzen, dann wirklich nur im Nahkampf, oder? Weil anders eine Schroti funktioniert ja nicht. So, dann haben wir hier die Sniper-Rifle. Da hätten wir zur Not noch zwei Modifikationsslots frei. Hier können wir zum Beispiel die Jägermod einsetzen. Hätte ich jetzt hier gemacht. Ja, mein Lieben, und dann war es das, ne? Dann hätten wir das hier soweit. Dann gehen wir wieder weg. Und dann nehmen wir mal noch die Eisenschaufel. Mal gucken, was die noch hätte. Die hat den Totengräber-Mod schon drin, die strukturelle Klammer-Mod und auch die brennende Schaft-Mod. Also die ist komplett. Dann nehmen wir mal das Messer zum Ausschlachten. Da können wir zum Beispiel hier bekräftigen. Ja, nehmen wir das mit rein. Strukturelle Klammer-Mod. Würde ich dann eher in der Axt einsetzen wollen, zum Holzklopfen. Bunkerknacker-Mod, 15% Schaden gegen Stein. Würde ich dann bei der Eisenspitzhacke nehmen. Ja, auf jeden Fall würde ich bei der Eisenspitzhacke mitnehmen. Wir haben leider nur eine. Und hier gibt es die Bunkerbuster. 30% Bonus zu Stein. Wow. Die müssen wir auf jeden Fall hier einsetzen, bei der Eisenspitzhacke. Also das nützt nichts. Genauso wie das hier. Hier ist nochmal strukturelle Klammer-Mod. Ach, das sind sogar zwei. Okay, dann machen wir es so. Dann sind wir hier mit der Waffe durch. Dann würde ich hier gerne. Genau, dann nehmen wir hier auf jeden Fall weniger Verbrauch. Dann Totengräber-Mod. Dann HD Bunkerbuster brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Hier gibt es doch die Holzsplitter-Mod. Nehmen wir auch mit rein. Das lassen wir, das lassen wir, das lassen wir. Sieht eigentlich sehr gut aus, oder? Was meint ihr? Nehmen wir. Ausgerüstet komplett das Teil. Hier haben wir nur eine drin. Das ist die strukturelle Klammer-Mod. Das ist die da mit schon verringerter Haltbarkeit. Und jetzt klopfen wir eigentlich die anderen Teile. Ah, können wir noch das oder das reinmachen? Dann nehmen wir die HD Bunkerbuster-Mod mit rein, mein Lieben. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ja gut, dann ist die Waffe halt so gut es geht schon fertig, ne? Zwei Modifikationsslots hätten wir noch. Aber bis jetzt gibt es halt nicht mehr zu basteln. Ihr extremen Schaden gegen Stein. Und das hier war 15% mehr Schaden gegen Stein. Okay, alles klar. So, das war's eigentlich. Hier gibt es dann noch die Holzsplitter-Mod und Schaden gegen Erde und Schaden gegen Holz. Also gegen Erde, da könnten wir eigentlich, das könnten wir noch probieren, in die Schaufel reinzumachen. Haben wir schon. Haben wir schon. Alles gut.
Okay, mein Lieben, also ich sag mal, wir sind jetzt so, soweit es geht, unsere Tools mal durchgegangen. Den Clownhammer, da könnte man vielleicht noch hier 15%, 25% weniger Haltbarkeitsverlust. Die Bunkerknacker-Mod, ja, gegen Stein brauchen wir den nicht einsetzen. Brauchen wir auch nicht. Alles gut. Ach so, dann fliegt das wieder raus. Okay, alles klar. Das hätten wir drin. Da haben wir nichts drin. Da packen wir das auf jeden Fall noch mit ein. Das geht jetzt leider nicht mehr. Okay, jetzt sollten wir eigentlich alles soweit haben, ne? Ja, okay. Haben wir, haben wir, haben wir. Hier könnten wir dann zum Beispiel noch die Bunkerknacker-Mod mit reinmachen, das Messer. Na, ist ja im Prinzip egal. Hätten wir ja sowieso. Dann hätten wir hier noch, ja, die Schaufel wäre noch da. Das wär, also von dem her, meine Lieben, Modifikationen sind wir soweit es geht durchgelaufen. Ich denke mal, wir können den Rest könnten wir eigentlich wieder bunkern. Ihr habt es jetzt gesehen, jetzt sind wir mal durchgegangen. Die Munition würde ich gerne. Na, ihr wisst schon. Ein Messbecher. Beide Mods. Okay, sehr komisch. Das hier ist auch komisch. Aber gut, ist egal. Ach, wahrscheinlich werden die Waffen entladen. Kann das sein? Kann das sein, dass die Waffen entladen werden? Egal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal los. Du gönnst immer noch Großvaters Lernelixier. Du gönnst dir auf jeden Fall noch mal was zu trinken, mein Freund. Sehr schön. Hätten wir denn noch was zu essen da? Oh, nicht mehr viel, ne? Das haben wir letztens bekommen. Hier, Speck mit Eier. 25. Ja, das bringt's. Nein, klopfen. Okay, gut. Ja, das Rezept für die Fantasy-Truhe dort hinten haben wir immer noch nicht gefunden, aber gut. Dann ist es halt so. Hier kommt mal ein bisschen Nebel. Auch nicht so schlimm. Und ich denke mal, oder ich hoffe mal, dass bald mal wieder so ein Zombie auftaucht. So, findet die vergrabenen Vorräte, ihr wisst Bescheid. 440 Meter Entfernung. Wir schnappen uns zumindest mal unser Fahrrad. Und dann fahren wir nochmal ganz gemütlich dahinter, oder? Also, Kommentare sind wir durchgegangen heute. Die Waffenmods sind wir gerade eben durchgegangen, haben hoffentlich unsere Waffen dementsprechend verstärkt. Ihr könnt, wie gesagt, wenn ihr euch da noch besser auskennt, und das wird sowieso 99% der Fälle, kennt sich hier noch besser aus, weil das ist meine erste große Modification, dem ich 7 Days to Die spiele. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr noch eine Idee habt, wie man noch die Waffe mit irgendeiner Mod nochmal spezieller verbessern kann. Oder vielleicht, dass ihr sagt, benutzt dann die Munition oder benutzt die, die sind wirklich gut gegen die Zombies oder die gegen Tiere. Oder. Also wie gesagt, oh hier. Hier rennen sie schon rum. Hier rennen sie schon rum. Wir müssen, ich denke mal, wir müssten da vorne sowieso erstmal ein bisschen Platz machen. Waren wir hier schon mal? Gucken wir gerade mal auf die Karte drauf. Jo. Okay, über die Straße drüber. Und das kann nicht lange dauern. So, sind wir. So, jetzt würde ich Folgendes machen. Genau, nehmen wir gerne mal erst einmal. Okay, die Vogelnester hätten wir alle. Ihr wisst, was jetzt passiert, ne? Ihr wisst's. Also, ich muss die Quest starten und jetzt geht's los. Jetzt probieren wir gleich mal unsere Waffen aus. Immer rein, immer rein. Na, das dauert aber heute ein bisschen lange. Wollte gerade sagen, jetzt müssen wir erstmal eine Seite frei machen. Oh. Ich hatte schon gedacht, das war auf jeden Fall unsere Munition. Die werden immer schlimmer hier. Die steht eh nochmal auf. Okay, genial. Was ist das hier für einer? Ein Biker. Ein Schlag. Oh. Machen wir wieder ein bisschen Ausdauer und drauf. Oh, das war direkt ins Gesicht. Alles klar. Schaufel in die Hand und weiter geht's. Hier gibt es garantiert wieder Metall drunter. Ich schwör's euch.
So, jetzt haben wir erst einmal so ein ziemlich großes Loch mal gebuddelt. Ja, ja, es wird wieder Ausdauer recken. Das ist aber niedlich hier. Ein Schuss haben wir mit. Hat gereicht. Du darfst umfallen da hinten. Okay. Alter. Also die sind nicht ohne. Dort hinten rennt auch noch einer rum. Ach, wir haben keine Munition mehr dabei. Na, ob uns das hier... Ob wir da nicht Mist gemacht haben. Auf jeden Fall haben wir schon mal wieder volle Ausdauer. Es gibt auch bald so andere Geräte, in denen man hier viel, viel mehr und viel, viel besser reingraben kann. Also die Schaufel, die wird nicht immer bleiben. Stopp. Wir laden erstmal Pump Action. So. Wir haben jetzt nicht wirklich dreimal da daneben geschossen, oder? Wir haben jetzt nicht wirklich dreimal da daneben geschossen. Das erste Mal Treffer mit einem Schuss, ne? Oh, der hält viel aus. Bam! Rein in den Rücken. Tschüss. So, weiter geht's. In der Nähe. Finde Vorräte in der Nähe. Freunde, das ist auch geil. Direkt drin bleiben. 3,5 Meter. Da kommt einer. Heben wir uns die Munition für die Dinger auf hier. Au. Okay, Big Mama. So, Big Mama, das war's. Ende. Die lassen nicht mal einen Rucksack zurück, ne? Die lassen nicht mal einen Rucksack zurück. Unglaublich. Du näherst dich dem Schatz. Das ist aber schön. Das hat definitiv wehgetan, oder? Oh, der brennt! Wie, das war's? Hat das Rauslaufen gar nicht gelohnt, ne? So, jetzt müsst ihr doch mal kommen, oder? So, mal kommen. Also, wir sind doch dran. Da ist er. Da ist er, bitte. Angriff-Mod. Stahlvorschlag haben wir. Okay. Jetzt kommt nochmal eine kleine niedliche Gruppe. Moin. Bam. In your face. Big Mamas Haus. Oh. Schöner Treffer.
Na komm, ja, Steve. Na komm, na komm, na komm. Komm, 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 komm. Bam. Boah. Naja, ist und bleibt halt ein Zombie-Spiel, ne? Da ist er. Okay, wir haben es geschafft. Und da kommt doch wieder so ein. Ach nee, das ist ja so ein Kriecher. Wenn man zeitig genug ausholt, meine Lieben, dann kann man die relativ gut treffen. Das hätte ich so nicht gedacht. Hier hinten rennt immer noch so ein Gestörter rum. Dann lassen wir rumrennen. So, einmal in der Kurve und ab nach Hause. Schön, die Quest haben wir geschafft. Wir haben uns mal so ein bisschen um die. Wir haben uns mal ein bisschen so Kopf und, um Kopf und Kragen gebuddelt. Hat aber trotzdem geklappt. Meine Lieben. Oh, Moment. Na, nicht an Stein. Wollte gerade sagen. Ich würde dafür euch einen Schluck Kaffee trinken. Prost. Ah. So. Und wir sind wieder bei uns angekommen. Ah, die Häuser sollten wir auch erstmal, die sollten wir dann auch mal wirklich mal anfangen, nacheinander mal anzugucken, mal nacheinander auszuräumen. Da gibt es garantiert das eine oder andere. Ich sag mal, das eine oder andere tolle Örtchen hier drin oder tolle Versteck. Hundertprozentig, hundertprozentig. Sind halt gleich wieder da, ne? Sehr schön. So, her mit dem Teil. Moin. So, den Wegpunkt könnten wir eigentlich. Könnten wir eigentlich löschen, ne? Brauchen wir erstmal nimmer. Schneller Wegpunkt. Moment, wie. Wie ging der zu löschen gleich? Wegpunkt in. Hier ging er zu speichern und da. Ich was. Ah, schnellen Wegpunkt entfernen. Ja, sorry. Ja. I knew you had it in you. Moin, Schmerzmittel, eine Knarre. Ja, damit kann man garantiert. Damit garantiert ein bisschen was anstellen. Ich wollte das eigentlich. Wollte eigentlich die Beschreibung haben zu dem Ding. Aber gut. Bleibt bei einem Schmerzmittel oder Bogenschießen für Ranger Band 2. Hm. 28k und 3500, ja gut. Ich nehme mal die Knarre. Hätte ich sowieso genommen. Gibt es irgendwelche Aufgaben? In 400 Metern vergrabene Vorräte finden. Was haltet ihr davon? Stufe 4. Oh, schaut mal. Also die Quests haben sich definitiv mal wieder geändert. Stufe 3. Beseitige Zombies. 600 Meter. Beseitige Zombies. 235. Das ist bestimmt in meinem Haus drin, oder? Ich nehme an, dass es im Haus drin ist. Für 200 Meter, das ist bei uns direkt gleich unter Siedlung. Ne, da würde ich sagen, gehen wir mal eins hoch und buddeln nochmal nach vergrabenen Vorräten, oder? Im Westen. Okay. Be careful and try not to get yourself killed. Kein Problem. Darf ich in dein Inventar sehen? Nur in dein Inventar. So, was hat man denn hier? Geschmiedetes Eisen. Sehr schön. So, gucken wir erstmal Rohstoffe. Wir bräuchten erstmal. Gucken wir mal hier. Hier gibt es Steroide, Vitamine, Erste-Hilfe-Verbände. Gibt es wirklich sehr schön. Medizin. Wird natürlich das Bier auch wieder als Medizin eingestuft. Ja, kann man mal machen. Werkzeuge, Dietriche und Eimer. Okay, ein Eimer. Ein leerer Eimer kann mit Wasser gefüllt werden, womit es transportiert werden kann. Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich dann ein großer Bottich-Eimer. Also so ein riesengroßer Bottich Wasser dann da drin. Player Oven. Was ist das da? Ich nehme mal an. Kann man was kochen da drin, oder? Der Totengräber-Mod. Und hier ist die. Feuerfalle. Okay. Eine Feuerfalle. Hm. Behalten wir uns mal im Hinterkopf. So, hier. Bauplan. Isolierungsmod. Bauplan. Strukturelle Klammer kennen wir ja mittlerweile schon. Motor, gefütterte Kapuze, Robotikteile. Der Compound-Bogen. Schleichschaden 200%. Und hier kommt noch der Swordhelm. 200% Schleichschaden. Wahnsinn. Hier gibt es gar nichts, ne? Hier gibt es keinen Schleichschaden-Bonus. Auch nicht? Ja, ja, wir haben schon wieder Hunger, ne? Wirksame Reichweite 4. Wirksame Reichweite 50. Wirksame.
Wirksame Reichweite 15. Ja, das ist mir alles klar. Das Ding hat Geschossgeschwindigkeit 54 und wusste die wirksame Reichweite? Steht nirgendwo. Aber gut, dann ist es so. Dann würde ich mal gerne mitnehmen hier die Feuerfalle. Danke. Du erheiterst auch meinen Tag. Danke dir. So. Das drehen wir uns rein. Das drehen wir uns rein. Wir sollten auf jeden Fall nochmal was zu essen holen. Ja, das ist das Geniale. Das wurde mir auch in den Kommentaren geschrieben. In 7 Days to Die haben die Händler 24/7 komplett auf. Die schieben hier komplett Schicht. Die machen komplett Arbeit durch. Mit allem drum und dran. Ja. Ach. Mensch. Das hätte er nochmal was sagen können. Wir wollten doch zum Händler und wollten noch verkaufen. Wir wollten doch noch verkaufen. Wir wollten doch noch zu unserer netten Dame und wollten dann hier die Sachen verklopfen, ne? Ne, das nicht, aber das wollten wir auf jeden Fall loswerden. Wollten wir alles irgendwie zu Geld machen, ne? Das passt jetzt, oder? Bauplan Handgriff. Sehr schön. Verrottetes Fleisch. Nehmen wir alles mit. Können wir alles gebrauchen? Ja, ne, das nehmen wir alles mit. Sortieren wir mal den Behälter. Okay, alles sortiert. Die gotischen Stiefel. Es ist nicht dein Ernst. Was haben wir da? Die Kevlar. Rüstungswert. Ach, das gibt nur Kälte und Hitzewiderstand. Okay. Da müssen wir ja noch nicht hin. Darüber müssen wir uns mal noch gar keine Gedanken machen. Deshalb weg das Ding. Okay, hier hätten wir die Knarre. Thanks for the business. Danke. Eignet sich dafür, mechanische Geräte wie Autos, Klimaanlagen und andere Teile auseinanderzunehmen. Kann mit einem Reparaturgerät repariert werden, kann zu Sammelwerkzeugen zerlegt werden. Brauchen wir nicht. Alles klar, danke dir. Wünsche dir noch einen schönen Tag. 18:43 Uhr, es wird ein bisschen eng, ne? Ich meine, wir sind vor uns erst um 4 so losgelaufen. Bis 22 Uhr. Nehmen wir zumindest mal noch ein bisschen Munition mit. Ja, alles schick, nur die Ruhe, mein Freund, alles schick. So, das packen wir zumindest aus, alles in die Ankommenkiste rein, was nicht nied- und nagelfest ist. Das Fleisch meinetwegen, nee, das bunkern wir gleich hinten rein. Die Mods packen wir auch hier rein. Weil, wie gesagt, wenn wir sterben, ist unser komplettes Inventar weg. Und da lieber lasse ich nur hier die Geschossspitzen und das Zeug ein bisschen drin. So, dann bunkern wir das hier rein. So. 9mm Munition. Ist so gut wie nicht mehr vorhanden. Müssen wir auf jeden Fall nachbauen. 7,62 hätten wir noch ein bisschen da. So, nehmen wir mal die Hälfte mit auf jeden Fall. Sonst haben wir ja gar keine Munition mehr da, ne? Doch, wow. Nehmen wir auch wieder Hälfte mit. Jetzt könnten wir eigentlich alle Waffen soweit wieder bestücken, ne? Ja, wir haben nur zwei Munitionssorten immer mit. Pumpgun. Es fehlt noch Pump Action. Gut, okay. Das hätten wir soweit, mein Lieben. Jetzt werden wir hier mal das Essen noch ein bisschen reinpacken. Geht eben nicht, macht nichts. Hauen wir das raus, dann packen wir das rein. Und dann gucken wir mal, was wir noch kochen können. Sausage and Eggs. Schaut mal, zwei Eier. Oh, das gibt bestimmt den da auf dem Füller. Zwei Eier. Gibt es noch Red Meat? Okay. Falsch, stopp. Falsch. Wie viele Eier hätten wir zurzeit da? 13. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen was rausmachen. War das Richtige, oder? Jawohl. Jetzt müssen wir das Ding nur noch einschalten. Ah, da bräuchte man wahrscheinlich ein bisschen Feuer dazu, oder? Geschweige denn ein bisschen Holz. Hätten wir hier irgendwo noch ein bisschen Holz rumliegen? Und zwei Einheiten. Ja, zwei Einheiten sind besser wie keine, ne? So. Dann hauen wir das gleich mal raus. Okay, dann darf das gemütlich abfackeln. Wir hatten ja irgendwo, hatten wir sowieso unseren Holzbunker drin. Ah, hier. Ja, dann machen wir mal noch zwei. Ja, machen wir mal noch zwei Einheiten mehr, ne? 5 Minuten, das ist eigentlich viel zu viel. 2 Minuten 54, das reicht. Reicht völlig. So.
Holz hier reinbunkern, dann bunkern wir das ganze Fleisch und so weiter und so fort. Das packen wir wieder hier rein. Alle sind Freunde und wir können hier zumindest loslaufen. Hier, schaut mal, wir haben sogar Maisbrot dabei. Zack, nehmen wir noch ein bisschen Maisbrot mit. Also, ich sag mal, alles, was wir so ein bisschen, alles, was wir so ein bisschen entbehren können. Zack, so. Ich würde vorschlagen, bevor wir wieder über unser eigenes Lagerfeuer hier oben laufen. Das ist so geil. Brennt, ist egal. So, begib dich bitte zum Sammelpunkt auf 200. Wow. Okay. 250 Meter Entfernung. Dann machen wir das mal. Ja, und dann widmen wir uns, ich schätze mal, vielleicht morgen, übermorgen. Was haltet ihr davon? Nächste Folge, übernächste Folge. Sollten wir auf jeden Fall ein bisschen Holz bunkern. Beziehungsweise ein bisschen Holz farmen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich das nicht zwischen den Folgen mache im Off. Und dann hole ich euch dazu, wenn ich so ein kleines Kontingent mal angefarmt habe. Also nicht nur mal so 200, 300 Einheiten, sondern richtig viel. Dann werden wir den ganzen Spaß verstärken. Also wirklich den ganzen. Und dann hoffe ich mal, dass das, ja, dass das erst einmal zur nächsten Zombie-Nacht hält. Wie gesagt, ist dann Nacht Nummer 4. Ich weiß, es wird nicht einfacher. Es wird immer schlimmer. Aber genau deshalb sind wir ja da, oder? Munition haben wir da, Munition haben wir da. Übrigens hat mir den Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen schwerer gemacht, weil... Guck mal da runter. Ach so, da guck mal. Das Looten, ne? Das war ja auch so eine Sache. Normalerweise geht das... War das, ich glaube, voreingestellt war jeder 20. Tag. Und wir haben, glaube ich, jeden 30. gemacht, oder wie das war. Ich muss da nochmal schauen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, 19:31 Uhr. Wir buddeln wie immer erstmal in der Mitte ein bisschen los. Haben wir mittlerweile Loot Stage 60 etwa hier. Warum wird es in manchen Gebieten mehr und in manchen Gebieten wird es weniger? Da habe ich mich schon mal gefragt. Müssen wir auf jeden Fall mal den Radius beobachten da draußen, wie das sich verändert und wo wir hingraben müssen. Also wir sind eigentlich hier so ziemlich richtig. Oh, das hat wehgetan. Der kommt gerannt. Alter, schaut euch das an, die ganze, was ist denn hier los? Nächster. Oh nein. Ein Rohr haben wir natürlich nicht mit. Ein Rohr haben wir natürlich nicht mit. Oh, gerade jetzt muss die Waffe kaputt gehen, ne? Ey, gerade jetzt. Ist schon. Kann kein Zufall sein. Ich find's einfach nur geil. So, okay. Hier, ne? Da sind wir schon richtig. So viel weiter außenrum brauchen wir gar nicht mehr zu buddeln. Schau mal hier nochmal. Und dann schlagen wir uns runter, oder? Oh. Oh. Das ist Stein. Okay, das ist fies. Habt ihr schon mal bei Stein runtergeschlagen? Schaut mal, wie entschlossen der kommt. Moin! Moin! Da liegt ein Rucksack. Haben wir den jetzt gekillt oder nicht? Den haben wir schon. Oh, da lebt noch. Ja, komm her. Boah. Okay, Respekt. Der war sehr widerstandsfähig. Okay, Medizin. Gibt's einen Skillpunkt dazu, was zu essen? Und Pump Action. Geil. Ja, da haben wir ja am meisten Munition mitgenommen, ne? Sicher, sicher. Okay. Ach ja. Man erinnere sich, es war ja Stein. Ist das eine ganze Ladung da drunter oder wie ist das? Oder hört das irgendwann auf und wird wieder zur Erde oder zu Lehm?
So runtergebuddelt habe ich mich noch nie, ganz ehrlich. Aber wir sind richtig. Erstmal meine Kleinigkeit. Ja, einmal so ein Grillsnack und dann hier. Wie wär's denn mit einer Dose Nudeln? Nudeln, meine lieben Nudeln geht immer. Und dann knallen wir uns noch was zu trinken hinter. Dann kriegen wir gleich wieder durch diesen tollen Ausdauer-Buff. Hält zwar nur ein paar Sekunden, aber das ist völlig egal. Wo ist der Schatz? Geilen Rucksack. Ach, wir nehmen wieder einen Hammer. Bam! Ins Gesicht. Na, da kommen ja noch mehr. Oh Mist, jetzt müssen wir es mal kurze Ausdauer. Ah. Den haben wir zwar geschlagen, so ein bisschen über die Schulter, aber das hat nichts gebracht. Geil. Brenne. Okay, das war mal genial. Okay, das war richtig genial. Ah, Bauplan brennender Schaft. Hier gibt es die 30% EP-Card. 30% more experience. Okay, geil. Die Frage ist bloß, wie lange? Garantierte 30% mehr Erfahrungspunkte. Okay. Oh, mein Lieben. Wir müssen halt immer noch weiter, ne? Kommt hier auch mal ein Schatz oder wie ist das? In der Nähe 0,7 Meter. 1,2, 1,9. Also wie es aussieht, stehen wir hier so drauf. Ah, wir müssen runter. Hier müssen wir irgendwie runter. Nur keine Panik auf der Titanic. Schaufeln wir uns noch was rein. Hier gibt es dann das Maisbrot. Das schmeckt gut, das tut gut. Immer nein mit dem Zeug. Meter. Der kriegst du schon so ein ganz kleines bisschen komplexe, kriegst du dann schon, ne? Wenn dann hier plötzlich so ein Springer kommt und der, du darfst gerne springen. Na komm, dreh dich. So, was hätten wir noch? Eine Krankenschwester und auch dieser hässliche, fette Tourist. Hey, der brennt. Ach schade, es gab wieder... Naja. Ne, guckt euch den an. So. Okay, jetzt verstehe ich nichts mehr. 0,7, 0,6. Wahrscheinlich hier rein, oder? Müssen wir jetzt. Also ich verstehe, jetzt verstehe ich die Welt nochmal.
Auf jeden Fall ist es da hinten. Ich glaub's nicht, wir haben das Ding gefunden. Wow. Toolkit. Ein Autoradio, ein Kosmetik-Item. Selling or Scrapping. Nähset, ein USB-Stick. Kriegt man richtig Geld dafür. Zement. So. Wollte schon mal sagen, machen wir noch mal ein bisschen kürzeren Prozess hier, oder? Und es hat wieder keiner einen Rucksack hinterlassen. Ey Leute, nicht einen. Okay, das ist schon ein bisschen fies, ne? Das ist schon sehr bitter. Aber es ist halt so, wie es ist, ne? Okay, wir haben uns hier reingebuddelt. Unglaublich, also ganz schön tief. Ich glaube, so tief waren wir noch nie, oder? So, 21.17 Uhr. Die Sonne ist noch ein ganz kleines bisschen auf. Die wird gleich untergehen. Ah, hier gibt es wieder keine. Hier gibt es noch eine Kartoffelpflanze, die nehmen wir mit. Chrysantheme immer gern gesehen. Hier gibt es natürlich mal wieder Ei. Aber meine Lieben, hier gibt es leider nichts mehr. Okay, gut, dann hätten wir den Tag. Ich sag mal, dann hätten wir den Tag so gut wie es geht hier überstanden. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wieder meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich sag mal, zum Händler zurück. Dann werden wir da noch die Quest abgeben. Würde ich vorschlagen, schaut mal hier drüben. Das sieht aus, wie wenn es Eisen gibt, oder? Hier drüben. Nehmen wir mal das Ding in der Hand. Hier gibt es Eisen. Boah. Das ist nicht so wenig. Sieht aus, als gäbe es dort unten noch mehr Erz. Schaut mal bitte, Metall brauchen wir ohne Ende. Da müssen wir uns halt, da muss ich mich halt hier herstellen und muss das runterklopfen. Aber das werde ich auf jeden Fall dann farmen. Ich werde mal hier meinen Wegpunkt hinsetzen, meine Lieben. Hier so einen schnellen Wegpunkt. Dann wissen wir nämlich gleich, dass wir hierher kommen müssen und uns das Metall holen. Hier hinten gibt es dann, hier hinten geht es dann glaube ich weiter. Stein. Ah, das sieht zumindest aus wie Stein. Aber ist egal, zumindest haben wir mal wieder da was gefunden hier. Sehr schön. So. Dann würde ich sagen, fahren wir noch zusammen zur Händlerin. Die Folge ging schon wieder ganz, ganz schön lange. Aber macht nichts. Am Anfang ein bisschen was klären. Dann, wie gesagt, umsetzen, Mods einbauen. Das hatte ich heute alles vor. Das hatte ich mir heute alles vorgenommen. Hatte ich schlicht und ergreifend geplant. Und ja, und jetzt noch zwei Quests abgearbeitet. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen. Bis hierher. Ganz ehrlich, hätte ich nicht gedacht. Und dann wären wir heute Abend... Werden wir auf jeden Fall mal sehen, dass wir vielleicht noch ein kleines bisschen Material für die Falle herstellen können. Hi, Verbandskasten, Militärhelm, Tagebuch eines Jägers. Hier gibt es wieder eine Knarre, dafür schon Stufe 5. Schaut mal, wow. Aber Tagebuch eines Jägers, ich glaube, das sollten wir das nehmen, oder? Ein Verbandskasten? Militärhelm. Na gut, Ausdauer, mehr Beweglichkeit, bisschen Geräuscherhöhung mit minus 10%. Verbandskasten oder Tagebuch eines Jägers? Nehmen wir Tagebuch eines Jägers. Wow, 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 wow. Stahlrüstungspaket. Ein Paket mit besagter Rüstung. Hier gibt es Militärrüstung. Hier gibt es nochmal Jetons. Nahrungsmittel oder halt die 44er Desert Vulture. Ein Paket mit der besagten Waffe und der dazugehörigen Munition. Boah, mein Lieben. Mein Lieben, was würdet denn ihr nehmen? Mein Lieben, was würdet ihr nehmen? Zum Glück, dass ich euch hier nochmal her mitgenommen habe. Weil da hätte ich mich geärgert. Militär oder Stahl? Ich wäre für Stahl. Wir nehmen erstmal den Stahl. Hast du irgendwelche Aufgaben? Oder, ach, schaut mal, Aufträge. Stufe 5, Handelsrouten öffnen. Wow. Can you help me out? If you finish two more jobs this week, gerne, machen wir das. Aber, wie gesagt, Stufe 4 ist nach wie vor up to date.
Stufe 5 gibt es leider nicht. Hier gibt es noch vergrabene Vorräte. Das machen wir auf jeden Fall dann wieder weiter. Aber ich sag mal, die Quest, die lassen wir erstmal. Jetzt haben wir noch 3 Minuten, für nach Hause zurückzukommen. Sieht schon nicht so rosig aus, ne? Sieht schon wirklich nicht so einladend aus. Und es ist wieder dunkel. Es ist wieder Nacht. Jetzt kommen sie. Sie kommen. Bin ich mal gespannt, wo und wann. Okay, meine Lieben, dann vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge 7 Days to Die hier wieder mit dabei seid. Ich schätze mal, entweder früher oder schaue ich dann mal später in der Nacht wieder mit ran. Ich werde es mal ein bisschen was ausräumen. Ich werde dann mal meine Materialien ein bisschen zusammensuchen. Und dann werden wir uns halt gemeinsam da drüben hinstellen und werden auf jeden Fall mal ein bisschen die Basis verstärken. Das ist ja das Beste, finde ich zumindest, ist das Beste, was man abends machen kann. Jetzt repariere ich aber erstmal die Waffen durch. Aber das mache ich auf. Okay, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.